Tagchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, hier ist eine Püppi aus Spanien dazugezogen. Mein heutiger Begleiter, darf ich vorstellen. Total süß. Ihr Lieben, wir fangen an mit eurer Tagesbotschaft. Affirmation, damit es euch erstmal gut geht. Ich ziehe ja immer willkürlich da in meinem Karton oder meinem Kästchen. Neue Freundschaften zu schließen ist ganz einfach, wenn ich dafür offen bin. Jetzt fällt es mir leicht, auf Menschen zuzugehen und mich mit ihnen auszutauschen. Frei von Vorurteilen freue ich mich, andere kennenzulernen und zu erleben. Dann haben wir: Schaue auf dich, denke an dich, liebe dich. Nur wenn du mit dir im Reinen bist, kannst du Gutes mit deinen Mitmenschen teilen. Das sowieso. Und zu guter Letzt, Dankbarkeit ist der Schlüssel, der mir das Tor zu mir selbst öffnet. Dankbarkeit ist verbunden mit Liebe. Liebe ist frei. Einmal kurz wirken lassen. Ey, ich hab das Gefühl, das ist ein ganz komisches Oberteil. Nicht, dass ihr immer denkt, so, was macht die denn da? Dieses Ding ist nicht angenäht, ja? Wenn ich mich hier falsch bewege, dann habt ihr was zu lachen. Wenn man versteht, was ich meine. Das ist irgendwie komisch. So, ist, glaube ich, nicht euer größtes Problem, ist mein Problem. Wir gehen rein mit der Situation für die Tagesbotschaft am Samstag. Oh, die Mäßigkeit. Schütze Energie, falls es euch weiterhilft. Ich habe mir auch überlegt, ich werde Sternzeichen ganz kurz und knapp als Botschaft einmal im Monat legen. Alles wieder komplett durch. Aber nur als einmaliges Video, ja? Weil die meisten, die gucken ja wirklich für Tagesbotschaften. Und ich und mein Gegenüber oder mein Gegenüber und ich. Mäßigkeit. Hier geht es darum, etwas zu mäßigen oder dich auch wieder dorthin zu holen, weil du vielleicht in dir das innere Kind verloren hast, die Leichtigkeit, ja? Die Leichtigkeit unbedingt hier sehen, beibehalten, immer wieder die Waage hinkriegen, dass du es hier schaffst, falls du so eine Schwere empfindest, vielleicht mal raus aus dieser sogenannten Matrix, ja? Über die Schwelle treten. Für Leichtigkeit sorgen, irgendwas machen, was dir Spaß macht. Hoppel spontan rum, ja, zu Hause, wenn du merkst, da kommt wieder so eine Trauer hoch oder lenk dich irgendwie mit einem Lied ab, was natürlich fröhlich ist. Ich bin auch so ein Mensch, der kann sich überhaupt nicht Liebeslieder anhören, wenn man Liebeskummer hat. Ja, das ging bei mir noch nie mit einer Verarbeitung. Das funktionierte nicht. Ich habe es noch nie verstanden, wie man sich dann ausgerechnet gerade dann so Liebesfilme anguckt oder Liebeslieder, ja. Also irgendwie war da immer so meine Bewunderung, oh Gott, wie schafft man das, ja? Bei mir war immer komplett Komödie, komplett wirklich Launenmusik, so richtig schön freudig, ja. Hier geht es um eine Verbindung. Die Verbindung zu dir selbst oder die Verbindung, die dich das nicht mehr spüren lassen hat, in der Leichtigkeit zu sein, dass du ja auch nicht mehr wusstest, wo ist dein Maß, ja? Wo wurde übertrieben? Wo hast du selbst sehr viel gegeben, statt zu kriegen? Wo lag hier die Stelle der Leichtigkeit, die dir entflogen oder entzogen wurde? Oder wo du es selbst zugelassen hast, nicht mehr darauf zu achten, dein inneres Kind zu heilen, ja? Wir besitzen ja alle innere Kinder, also im Unterbewusstsein. Innere Kind-Themen, logischerweise. Und ich finde, das ist auch das Maß zu dem Alltag, ja? Jemand, der überhaupt nicht mehr sein inneres Kind auslebt, der ist für mich verloren, ja? Der ist für mich auch eine verlorene Seele in dem Moment. Weil wir entwickeln uns ja nicht irgendwie von der Kaulquappe zum Frosch, sondern wir sind ja immer noch der Mensch. Nur eben Erwachsener, die Zeit, die Phasen, ja? Gelehrter wurden wir, aber im Inneren ist immer noch das innere Kind da, ja, und das darf man und sollte man hier nicht verlieren. Bei aller Liebe, ja, wirklich ernst gemeint, bei aller Liebe, ob zu einer Familie, ob zu Freundschaften, ob zu Liebesbeziehungen, bei aller Liebe zu dir selbst, verliere hier nicht dein inneres Kind. Und auch hier, wenn dich jemand peinlich findet, dann hat das nichts mit dir zu tun, ja, es sei denn, du überschreitest auch hier irgendwelche Grenzen, die man natürlich in der Öffentlichkeit nicht macht.
Aber lass dir niemals sagen, dass du hier dein inneres Kind zu doll ausgelebt hast oder so, ja? Dann beneiden dich einfach nur Menschen dafür, dass du das kannst. Du hast hier den Magier. Unter Umständen bist du vielleicht sogar hier schon drin oder du wirst es hier auch verstehen, dass du die ganzen Angaben für dich selbst, um dich in diesem Maß wieder zurückzukriegen, alleine hast, ja? Du hast alleine darüber die Macht. Nicht andere Menschen, sondern du hast die Funktion. Du weißt, wann es dir gut geht. Du weißt, wann es dir schlecht geht. Du weißt, was du essen möchtest, ja? Das sind so alles deine Angaben, mit denen du hier dich selbst in der Verbindung kontrollieren kannst. Ab wann wird's schwer und ab wann musst du hier wieder raus, um eine Leichtigkeit zurückzubringen? Damit eben auch andere alltägliche Prozesse weiterlaufen. Es dreht sich ja nicht nur alles um Liebe, ja? Also, oder sagen wir es mal so, es wäre schön, wenn sich alles um Liebe drehen würde. Da kommt es auch wieder. Ich meine das so um Kummer und um Leid. Wichtig ist, dass sich hier die Liebe wirklich einstellt in, das ist die wahre Liebe, ja? Und nicht eine verkümmerte, eine vorgegaukelte, eine vorgespielte Liebe, eine Liebe, die nicht existieren kann, die nur von einer Seite ausgeführt werden möchte. Bitte Abstand nehmen, ja? Es klingt immer schön, dass mein Gegenüber oder mit dem ich es zu tun habe, mich trotzdem liebt und ich fühle das, aber es bringt dich ja auf Dauer auch nicht weiter. Du kannst ja mit diesem Gefühl trotzdem leben, ja, du musst ja mit diesem Gefühl leben. Aber wenn du keine Anzeichen bekommst, dass jemand auf dich nicht verzichten möchte und du kriegst genau das präsentiert, dass jemand auf dich verzichten kann, ob man dich liebt oder nicht, ja, du musst ja trotzdem an dich denken. Ich meine, wir sind hier alle, um die Liebe bestenfalls auszuleben. Da haben wir auch die Waage-Energie, hier haben wir die Zwillingsenergie, hier haben wir die Schütze-Energie. Bitte in den Ausgleich bringen und auch da wieder die Leichtigkeit. Das hat auch wieder mit dem Mars etwas zu tun, ja? Gucke, inwieweit ist denn hier überhaupt noch die Balance möglich in dieser Verbindung mit dir und deinem Gegenüber oder mit der Leidenschaft zu einem Bereich, den du angefangen hast oder vielleicht auch verändern möchtest für dein Leben. Ist es wirklich noch ausgeglichen alles, ja, oder bleibt wirklich die Schale bei dir hängen? Gucke ordentlich darauf, weil du könntest auch ein Mensch sein, der eben genau wegen deinem Gleichgerechtigkeitssinn diesen schweren Kummer noch mal extremer fühlt, ja? Dass du hier wirklich aus dem Gerechtigkeitssinn, was habe ich davor gesagt? Gleichgerechtigkeitssinn? Aus dem Gerechtigkeitssinn. Ist das gerecht, was man mit dir macht? Ist das gerecht, was du fühlst? Ist es gerecht, dass man dir mit Kummer deine Zeit füllt? Ich glaube, nein. Und deswegen wird es auch Zeit, mit der Krebsenergie dir hier Gedanken zu machen, welcher Weg ist für dich sinnvoller, um deine Balance hier wiederherzustellen, ja? Für diese Tagesbotschaft. Ob das im Beruf oder mit Menschen zu tun hat, spielt hier gar keine Rolle. Wir haben hier. Für dich erkennst du auch selbst, so geht's nicht weiter. Wir haben zwei der Schwerter, ja? Du weißt auch, dieses On-Off und dieses Hin und Her, das ist auch wieder unausgeglichen in deinen Gedanken sogar. Oh, Entschuldigung, Püppi. Unausgeglichen. Du weißt, eins passt mit dem anderen nicht zusammen. Oder es passt nur zusammen, wenn die andere Seite mitmacht. Aber du bist in deinem Denken hier schon total im Kopf drin, zu sagen, hier passt irgendwas nicht. Hier ist etwas aus der Balance geraten, ja? Wir haben hier deine Frage an dich. Probiere ich es mit kleineren Schritten jetzt mal den Weg einfach mal anders zu bestreiten? Probiere ich mich mal rauszutrauen über die Schwelle? Du musst nicht gleich eine ganze Wendeltreppe runterspringen oder vom Hochhaus klatschen, ja? Bildlich jetzt gesehen. Aber du kannst mit kleinen Schritten eine Stufe mal probieren, dich von dieser Situation zu entfernen, um zu gucken, wo geht's dir denn wirklich gut? Wo findest du deine Leichtigkeit in dieser Phase wieder zurück? Wir haben hier, du darfst dich hier auch wehren, du darfst dich hier zur Wehr setzen, wenn dir irgendwas nicht passt, darfst du zu gutem Recht hier sagen, hey, stopp. Sagst zu dir selber, hey, stopp, ich fühle mich gemobbt, ja? Aus, stopp, vorbei. Ich spreche jetzt. Hier muss irgendwas geklärt werden oder du machst die Klärung mit dir selbst aus, weil du die andere Seite dafür vielleicht auch gar nicht mehr brauchst und zu lange hier in diesem Prozess gewartet hast oder drin gehangen hast. Sag dir selbst, du machst jetzt Nägel mit Köpfen.
das, was dir noch bleibt, weißt du im Endeffekt nicht von der Zeit. Deswegen machst du jetzt hier Nägel mit Köpfen für dich selbst und verlässt auch wunderbar, sichtbar mit Achterkelche, diese Phase für dich. Du sagst wirklich so, ciao Kakao, ja? Jetzt reicht's. Ich fühle, da wartet was anderes für mich draußen. Da gibt es noch Sachen, die ich nicht gesehen habe, übersehen habe oder wegen anderen Situationen, wegen anderen Menschen nicht sehen konnte. Vielleicht haben sie mich bewusst das nicht sehen lassen, weil du hier irgendwo in der Warteposition hängen solltest. Währenddessen sich jemand anderes auf deinen Kosten hier vergnügt oder weißt, du wartest. Wird es nicht mehr geben, ja, in deiner Anlage. Hier wird es wirklich immer mehr zum Verständnis, bleib jetzt weg, ich wehre mich dagegen. Ich möchte diesen alten Weg hier so nicht mehr laufen. Wenn ich ihn bestritten habe und mich entschieden habe, diese Situation zu verlassen, dann werde ich auch alles andere abwehren, damit es mir besser geht, damit ich endlich mal diese Klarheit fühle, die ich die ganze Zeit nie gehabt habe, von anderen Seiten aus. Dann erschaffe ich mir meine Klarheit und bleibe auch mit meiner Entscheidung als Ritter der Münzen dabei dran, ja, komme was wolle. Ich kenne jetzt meine Richtung und ich muss mir jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen Sturheit aufbauen und Ehrgeiz, indem ich nicht wieder zurückfalle, wenn jemand kommt. Ich brauche diese Eigenschaften Abwehr und Durchrennen mit dem, was ich halten kann und mit dem, was ich habe. Du bist von dir überzeugt, wo du in welche Richtung rennen kannst, was du produzieren kannst, was du für dich brauchst. Ja, das lässt du dir auch nicht aus der Hand nehmen. Das ist hier ganz eindeutig der Fall. Wir gehen mal rein. Ich musste mir mal hier echt anders Platz machen. Wahrscheinlich fällt es gar nicht auf, dass die Perspektive so ein bisschen anders ist, wieder tiefer. War ja furchtbar hier mit dem Platz. Ich hatte ja gar keinen Platz mehr. Wir haben, für dich geht es in die Entscheidung. Hatten wir hier auch sehr schön mit zwei der Schwerter. Die Entscheidung zumindest schon mal im Kopf haben. Wann du sie durchziehst, ist dir überlassen, ja? Wann du hier wirklich dann für dich sagst, so, jetzt sind meine Riegel geschlossen, ja? Die sind vor der Tür. Aber es geht hier für dich um eine Entscheidung, die sehr lebensverändernd für dich sein kann. Vielleicht auch hier das Beispiel, du bist oftmals die Treppe hochgelaufen zum Licht, weil du erkannt hast, dort ist es hell, statt unten, wo es dunkel ist und du den Weg nicht mehr erkennst. Bist wahrscheinlich oftmals die Sprosse wieder zurückgefallen, hast dich zurückholen lassen, aber jetzt bist du wirklich schon sehr weit und nah an dem Licht dran, sodass du hier erkennst, für mich muss ich das Ganze machen und nicht für andere, denen es vielleicht auch gar nicht interessiert, ja, oder die gar nicht daran interessiert sind. Wir haben hier die Lebendigkeit, darum geht es auch, ja, hol dir die Lebendigkeit zurück. Du musst hier, wenn du dich angesprochen fühlst, hier ewig in einer Todstarre gelebt haben, ja. Vielleicht hast du auch schon Anteile von tote Seele gehabt, ja, dass du überhaupt keine Freude mehr empfinden konntest, dass du leer warst, dass du dich gefühlt hast, als würdest du nur noch funktionieren wie so ein Roboter oder einfach nur noch deine Abläufe machen, ja. Dieses nur Funktionieren ist keine Lebendigkeit. Auf der Stelle stehen ist auch keine Lebendigkeit, auch wenn du hier Kräfte abgibst und Kräfte verbrauchst, die dich nicht vorwärts bringen. Es ist ja absolut Schwachsinn, ja, in so einer Richtung hier tendenziell weiterhin zu laufen, was dich überhaupt nicht vorwärts bringt. Ihr Lieben, wir gehen rein mit einem Engel, der dich begleitet. Dein Engelchen. Für die Samstag-Energie. Ach, das ist aber passend. Mein Luzifer, da wo ich immer dieses Herz sehe, oder diesen Schwan, oder was auch immer, ablösen, verzeihen, dir selbst vielleicht auch eine Entschuldigung aussprechen, was du dir hier angetan hast die ganze Zeit, ja? Weil du gehst mit deinen Organen um, du bestimmst ja, wie lange deine Organe oftmals durchhalten dürfen, ja? Und wenn du natürlich nur noch Stress reinholst und deinem Herz permanent eine Pumpleistung zumutest, wie vom Leistungssportler, durch Stress, durch Traurigkeit, durch Kummer, durch Leid, dann bist du derjenige, der das zulässt, ja? Du musst hier wirklich wieder lernen zu sagen, ich bin hier nicht geboren, um Leid zu empfangen. Und es stellt sich mir auch nicht die Frage, warum ziehe ich immer Leid an? Das bist du
der sich vielleicht auch das Leid ranholt. Ja, du musst ja ab irgendeiner gewissen Situation auch mal lernen, damit umzugehen, dass du dir sagst, klingt zwar alles schön, aber lass mich das sehen. Und da ist oftmals die Schnittstelle, wo viele Menschen einfach bleiben, ja. Die bleiben und das, was sich schön angehört hat, ist eine schöne Illusion für mich. Aber im Endeffekt habt ihr wahrscheinlich sehr selten was gezeigt bekommen, womit ihr arbeiten könnt, ja. Wo ihr euch wirklich sicher sein könnt, das kommt so. Ihr habt euch hier irgendwo wahrscheinlich vertrösten lassen oder habt selber nicht die Stärke, die Wahrheit anzunehmen. Ja, das ist oftmals auch ein Problem, die Wahrheit anzunehmen. Wo ist denn hier Lucifer? Ach ja, der war ja extra aufgelistet. Oder auch nicht. Doch. Hier haben wir einen Lucifer. Ich bin die Einzige, die sich über ihn freut. Moment. Hä? Wo ist denn die Seite hin? Ach, da. Habe keine Angst, sagte dieser Engel. Habe keine Angst vor mir. Ich bin bereit, für alle Menschenkinder die Schattenseite des Seins zu repräsentieren. Punkt. Danke. Ich bin nie aus der Gottesgnade gefallen. Ich habe mich nur zu sehr meinem Ego, meinem niederen Selbst zugewandt. Habgier, Neid und Hass sind niedrig schwingende Energien in den Menschen und sie werden gelebt. Ich zeige sie in der Außenwelt. Sie vergiften die Liebe und Gnade des Himmels. Doch sind sie nicht sehr machtvoll. Menschen können sich in jedem Augenblick für die Liebe entscheiden, dann verschwinden die negativen Kräfte. Vielleicht kannst du dich auch hier so vergleichen, dass du wirklich in deiner Position die ganze Zeit hast von außen, ja? So würde deine Situation aussehen, in der du verharrst. Ich gehe nicht weg, ich gehe nicht vorwärts. Ich will das halten, weil es gab hier mal eine Zeit, die war schön, aber da bist du auch hängen geblieben, ja? In dieser Zeit, in diesem Stillstand. Den willst du festhalten für dich, weil es vielleicht eine Hochzeit für dich war, ja, schon fast schon ein Regime für dich, dass du endlich mal hier Lebendigkeit gemerkt hast. Aber genau das sind ja die Themen, die hier in der Täuschung liegen, ja, die du jetzt unbedingt erkennen solltest. Natürlich nur, wenn du jetzt hier resonierst, lass dich von mir hier nicht voll blubbern, ja. Wo stehst du zurzeit in deinem Leben? Wo musst du eine Entscheidung treffen zwischen Mitgefühl und Anklage, zwischen Vergebung und Schuldzuweisung dir oder anderen gegenüber? Sei mutig, entscheide dich für die Liebe, sagte dieser Engel. Lass nicht dein niederes Selbst entscheiden, sondern dein Herz. Ich werde wieder in den Schoß unseres Schöpfers zurückkehren, wenn alle Menschen ihrem Herz folgen. Ich bin gefallen, um zu zeigen, dass Zorn, Zerstörung, Neid, Hass oder Rache kein Glück hervorbringen, sondern das Herz verschließen. In ihm aber wohnen Glück und Liebe. Überall dort, wo Angst herrscht, hat sich die Liebe zurückgezogen. Bitte den Himmel, dir zu helfen, mit deinem Herz zu sehen und zu handeln. Dann ziehen sich die Ängste zurück und die Liebe nimmt ihren Platz ein und heilt dein Herz und diese Welt. Ihr müsst auch verstehen, in diesem Moment, wo ihr so verharrt, ist es nichts anderes, was ihr dem Gegenüber gleich macht, ja? Oder wenn ihr in einem Bereich seid oder arbeitet, wo ihr keinen Spaß empfindet, dann ist das wirklich wie so ein Spiegel. Ihr spiegelt euch in dieser Situation wieder. Dein Gegenüber leidet genauso wahrscheinlich, fühlt aber auch, dass du der Spiegel bist und davon nimmt man auch Abstand, weil man ja nicht sieht, dass bei dir was vorwärts gehen würde von der Energie, ja. Da muss ich irgendwas verknotet haben und es ist jetzt gerade nicht Zeit, um diese Verbindung hier zusammen zu meistern oder aufzulösen. Und umso mehr befürworte ich es immer, dass natürlich du, der hier reinklickt oder als Zuschauerin oder Zuschauer, dass du dir bewusst wirst, mach die ersten Schritte. Sei du wieder mit gutem Beispiel voran, ja? Lass dich hier nicht bloß, weil der andere hier irgendwas entscheidet oder du dir vorstellst, dass der andere gerade glücklich in seiner Bubble lebt, ja? Wenn, dann musst du das gönnen. Es gibt hier nichts, wo du deinem Gegenüber das nicht gönnen darfst, ja? Da geht es hier darum, das ist nicht dein Eigentum. Klingt jetzt auch sehr schroff. Aber du möchtest kein Eigentum sein. Und wenn du ein Eigentum von jemand sein möchtest, dann bist du wirklich in deinem Inneren ganz leer, ja?
Das sage ich dir so. Wenn du damit kein Problem hast, ein Eigentum von anderen Menschen zu sein, dann bist du im Inneren wirklich, dann hast du Schutz nie kennengelernt. Dann wäre das so ein Punkt, den du aufarbeiten musst, um zu erkennen, du bist derjenige, der sich hat, ja? Das muss ein, da muss ein Freiheitsgefühl in dir hochkommen. Eine Freiheit, eine Liebe zu dir selbst. Der Einzige, der sich wirklich selbst besitzen darf, bist du und nicht ein anderer. Und wenn du das Gefühl brauchst, dass du ein Besitz von jemandem sein möchtest, dann musst du da unbedingt was an dir ändern und gucken, wo kommt dieses Gefühl her, dass du nur Sicherheit bekommst, wenn man dir 24 Stunden hinterher telefoniert, ist jetzt sehr übertrieben, die ganze Zeit dir irgendeine Mitteilung macht. Du Angst hast, jemanden loszulassen, wenn er eigene Abende leben will, ja? Das hat alles so mit diesem, wo kommt das her? Ja, das dachte ich mir auch gerade, wo kommt das her? So aus wie ein blauer Fleck. Also wirklich, sei dir mehr wert, ja? Sei dir viel mehr wert. Ich würde gerne mal wirklich in die inneren Kindthemen bei dir gucken, ob da irgendwas zum Vorschein kommt, warum du hier an einer Situation so klammerst und diese nicht loslassen kannst. Dieses Gefühl, unbedingt von diesem Menschen gebraucht zu werden. Ich meine, klar, es ist Liebe. Die meisten werden sich fragen, Miranda, das nennt man Liebe. Mir ist das bewusst, mir braucht man das gar nicht zu erklären. Ich liebe auch und ich kann, wenn ich liebe, liebe ich wie ein Löwe, ja? Da nach mir die Sintflut. Reißt mir das Herz raus, aber danach kommen die, die ich liebe. Aber ich stehe erstmal an vorderster Front, so ungefähr vom Gefühl. Mein inneres Kind braucht Aufmerksamkeit. Eigentlich wollte ich noch was dazu sagen. Ach so, ja, aber ich schütze nicht die Leute, die mir von hinten das Messer in den Rücken ballern, ja? Da bin ich ja ganz empfindlich. Und das ist eben das, dieses, da hört bei mir auch die Liebe auf. Da kann ich lieben, wie ich will. Das Gefühl bleibt da. Aber da schaltet sich mein Kopf ein und sendet mir Warnsignale und sagt, so gesund ist es von den anderen nicht. Ich liebe die zwar, aber was machen die, die mich eigentlich lieben, ja? Die mir das übermittelt haben, die mir das gesagt haben. Da hat niemand das Recht von hinten, wenn mein Schutz fehlt und mein Vertrauen fehlt, dann lasse ich niemanden hinter meinem Rücken stehen, ja? Ich konnte auch noch nie irgendwie rückwärts an Türen sitzen. Kennt ihr bestimmt dieses Phänomen? Es geht, ich kriege da keinen Panikanfall, aber es gibt viele Menschen, die genauso das Gleiche haben, sich nicht mit dem Rücken irgendwo hinter die Tür zu vor die Tür zu setzen, ja, weil sie nicht wissen, wer kommt da rein. Und das ist jetzt nicht unaushaltbar für mich. Oh, meine Sprache heute wieder, ja. Aber das ist so, ich habe lieber, ich bin ein sehr vorausschauender Mensch. Und vielleicht solltet ihr da mal in die Linie reinkommen, egal wie schön sich was anfühlt. Man soll hier nicht die Elefanten irgendwo an die Wand malen, dafür bin ich auch überhaupt nicht, ja, da wirst du ja irre. Wenn du von vornherein schon alles programmierst, was könnte denn passieren, wenn du jetzt, bup, 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 aber vorausschauend mitdenken, in der Entwicklung mitzugucken. Ich wende mich voll und ganz meinem inneren Kind zu. Wenn ich ihm Zeit einräume in meinem Alltag und ihm aufmerksam zuhöre, kann ich etwas in ihm entdecken, das ich bereits bin. Ich verbringe Zeit mit meinem inneren Kind und lerne es besser kennen. So lerne ich auch mich selbst besser kennen, denn mein inneres Kind ist ein Teil von mir. Hier geht es um besseres Kennenlernen mit dir, ja? Weißt du überhaupt, wer du bist? Weißt du überhaupt, welche Eigenschaften du an deiner Seite haben möchtest? Oder geht es dir wirklich nur um das Gefühl Liebe? Da ist jemand, für den bin ich wertvoll. Dann ist das aber wirklich, wo hast du in deiner Kindheit deinen Wert verloren? Wer hat dir den genommen, ja? Wer war hier Mittäter sozusagen, der dir das entnommen hat als Kinderseele? Da musst du wieder zurück. Wie würdest du dich beschreiben? Wer bist du in dem Moment, ja? Was hast du dir als Kind gewünscht und durchgezogen? Kinder, die haben Willen, und den hattest du bestimmt auch als Kind, diesen unheimlichen Willen, ich schrei so lange, ich kämpfe so lange, ich baue so lange, ich kletter so lange, bis ich da angekommen bin, ja? Wo ist das hin? Wer hat das genommen? Und meine Wahrnehmungsfähigkeit ist grenzenlos. Sie erschafft Ideen und Möglichkeiten, damit sich meine Visionen verwirklichen können. Teile ich meine Vision mit anderen?
Würden sie nur mich oder schlussendlich auch andere glücklich machen? Nur wenn meine Mitmenschen von ihnen profitieren, sind meine Visionen gut. Wertschätzung anderen Menschen gegenüber ist der Schlüssel zur Erfüllung. Da ist das nächste, ja? Wurden deine Visionen erfüllt? Waren die Menschen an deiner Seite mit deinen Visionen und deinen Zielen auch d'accord, ja? Da musst du auch mal rein überlegen. Weil es bringt auch da schon in einer Situation, wenn man sich datet zum Beispiel, nichts, wenn du von deinen Zielen erzählst und du hast jemanden vor dir zu sitzen, der dich völlig blendet und dich völlig wegballert aus Faszination, da kann auch keine Liebe da sein. Und dieserjenige sagt dir, er möchte zum Beispiel ja, bestimmte Dinge machen, die für dich aber gar nicht in Frage kommen, die dich gar nicht interessieren. Das klingt kleinlich, aber wird hinten raus, wenn ihr eine Beziehung führt, dann doch das größte Problem werden, ja? Und da merken die Menschen schon vorher, ich habe gar nicht nachgedacht, Hauptsache wir haben uns beide, ja, das war so schön, wir wollten den Moment festhalten und ewig haben. Aber dass die Problematik eigentlich schon in den Date-Phasen absolut sichtbar wäre oftmals, ja? Da, natürlich gibt es noch Prozesse, die kannst du nicht vorhersehen, ja? Wenn sich beide verändern aufgrund von Niederlagen oder Problemen, die von außen noch dazukommen. Finanzielle Not ist ja oftmals auch so ein Ding, wo ich jeden verstehen kann, dass man da nicht fröhlich sein Abendessen genießen kann. Ja, da bin ich auch so. Das verstehen auch einige nicht, weil sie sich denken, na, wir haben uns doch. Da denke ich mir auch so, was für ein Scheiß, wir haben uns doch. Trotzdem ist doch aber, es ist schön, ja, aber trotzdem hat man einen vollen Schädel, wenn man so veranlagt ist, dass man Verlustängste bekommt oder ja, da kriege ich auch kein Bissen runter. Und es gibt eben die Menschen, die fangen dann an zu essen, ja, und schaufeln und schaufeln und schaufeln, obwohl die Probleme da sind. Also das wären ja auch nochmal die Punkte, die überhaupt nicht zusammenpassen. Ich kriege nichts runter, mein Gegenüber fängt an zu essen. So, wir verabschieden uns durch Probleme, ja. Und wenn man das nicht, egal jetzt dumme Beispiele, aber das, wenn das einfach nicht mehr funktioniert, dann muss man ein Warnsignal aufstellen und darüber reden, wenn du merkst, dein Gegenüber geht weg oder redet auch nicht mehr mit dir. Oder du wirst auch nicht mehr aufgefordert zu sprechen, dass nur du derjenige bist, der auffordert. Dann muss man sich zu Herzen nehmen und sagen, hier ist jetzt die Grenze, weil umso länger wir das hier rauszögern, es funktioniert nicht, ja? Vielleicht merkt man das dann nochmal nach der Trennung. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck, erst aufzuwachen, wenn es zu spät ist. In diesem Satz liegt ja auch schon der wahrste Wortgehalt drin, ja? Deswegen bin ich auch gar nicht dafür, wenn man sich trennt, dass man wieder zusammenkommt. Ist für mich gar nicht möglich, ja? Vom Kopf her, das zerschießt sich wieder. Erst aufwachen oder erkennen, bevor es zu spät ist. Oder wenn es schon zu spät ist. Bevor es zu spät ist, wäre gut. Wenn es zu spät ist, zu erkennen und dann wieder zusammenkommen, ist prozentual ganz, ganz wenig, ja. Ist mit unserem verschobenen Gehirn, wenn du das Gefühl hast, das zu schaffen, finde ich das klasse, aber du hast noch einen anderen Part. Und ob der oder die das auch versteht, da kannst du so überintelligent und nachsichtig sein, es bringt dich nicht weiter in dieser Linie, ja, du verlierst dir immer mehr Kraft und da bitte auch auf deine inneren Themen gucken, inwieweit die dich hier in diesen Prozess einfach mit reinnehmen. Ist es wirklich die eigentliche Ursache, an der du sitzt und klammerst, ja? Boah, das war ja war heute wieder sehr, sehr sprachgebrauchig hier. Ihr Lieben, wir verabschieden uns, ja, aber, oh. Aber ihr wisst, es ist nichts böse gemeint, ja? Das ist nur, ich bin dann so in meinem Trieb drin und in meinem Erklärwahn, dass ihr das einfach versteht und durch jeden Punkt, den ich erzähle, der sehr hektisch wirkt, ihr in irgendeiner Weise, in irgendeiner Ecke aufwacht, ja? Irgendwas könnte ja an dem Krümel, was aus Mirandas Mund rauskommt, bei sein, wo ihr sagt, da habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist es, ja? Und wem es zu viel ist, dem können wir nicht helfen, steht uns auch gar nicht zu. Aber es freut mich, wenn nur einer dabei war, der wach wird und sich sagt, ja, guten Morgen. Dong. Ihr Lieben, habt einen schönen Samstag und vor allem denkt dran, bleibt gesund, genießt eure Zeit. Bis morgen zum Sonntag.